Let's Play DayZ am Sabaton in der Nacht von Freitag auf Samstag, der letzte Abend oder Nacht, bevor die Unterbrechung des Sabatons startet. Was einmal und die hier. Ja, aber ich habe auch noch einen SG5K-Magazin. Es bringt das irgendwas? Ich werf auch mal eben raus, ne? Ich hab noch gar nichts raus. Oh, warte, fuck. Ey, ich hab ein. Willst du die LAR noch holen? Ich hab ein Magazin. Ja, ich habe. Ach nee, brauchen wir die Beisen noch? Jo, ich schau mal, ob ich morgen schaffe, online zu kommen. Wenn nicht, Das dann komme wäre ich eher cool. später. Ja. Ich müsste mit meiner Alten klären, ne? Ja, Leute, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall pennen. Mach das, ja, hast du auch Boah. verdient, ey. Hat echt Spaß gemacht. Das war der vorletzte Sabaton-Tag bis zur Halbzeitpause. Es ist immer. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen verpennen. Bitte seht's mir nach. Es ist 4:30. In diesem Sinne, Leute, träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen wieder. Seid gerne am Start. Ich freue mich auf euch und eine gute Nacht. Ciao, tschüss und bis morgen. So, Leute, ich sollte wieder am Start sein. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr meine wundervolle Pfeifeinlage. Oh, warte mal, das FSK 18-Logo muss weg. Ah, so, alles jugendfrei, Leute. Alles jugendfrei, keine Sorge. Oh. Ja, ihr könnt alle wieder einschalten, alle unter 18. Liebe Grüße. Hallöchen, Hallöchen. Da sind wir wieder beim wahrscheinlich erstmal letzten Part vor der Pause. Ich glaube, nochmal splitten müssen wir den definitiv nicht. So, Leute, also, wie gesagt, ich habe eine kleine Planänderung zu verkünden und ja, die ist aber eigentlich sinnvoll, denke ich. Und mir wurde auch dazu geraten in der Modgruppe und genau. Also, weil, wie gesagt, was sich nicht geändert hat, ich werde jetzt bis heute Abend streamen, bla bla bla, ne? Genau. Und der zweite Teil vom Sabaton wird dann im September, spätestens im Oktober weitergehen. Das genaue Datum werde ich euch frühestmöglich sagen. Im zweiten Teil lässt sich der Livestream, also der Sabaton, durch Spenden nicht mehr verlängern. Aktuell bin ich, glaube ich, nach aktuellen Statistiken da, dass ich noch 28 Stunden streamen müsste. Ich denke, ich werde so bis, ja, 20, 21 Uhr streamen. Pi mal Daumen. Chat DayZ werde ich heute Abend nicht streamen. Ich werde allerdings, denke ich, privat noch mit denen weiter zocken. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich wirklich so ein Format auf einem anderen Kanal, weil, wie gesagt, DayZ-Zocken ist halt einfach so privat, Freizeit und so. Das hat ja nichts mit meinem YouTube-Kanal hier an sich zu tun. Wir haben ja die ganze Zeit vorgehabt und geplant, dass wir ein neues DA-Treffen organisieren wollen. Und du weißt garantiert, Marie, aus erster Quelle von mir, dass ich das eigentlich nicht machen möchte, wenn ich irgendwie ein Anlass ist, der über meine Person hinausgeht. Es wurde jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube von MX Schlag mich tot, eine Idee geäußert, die mich so angefixt hat, die mich so begeistert hat und wo ich auch schon mit Leuten gequatscht habe hier im Livestream und so. Und zwar, dass wir für nächstes Jahr zur Weihnachtszeit einen eigenen DA Yule Ball auf die Beine stellen wollen. Wir einen Saal mieten, am besten irgendwas Schlossartiges und da einen Yule Ball auf die Beine stellen, wo Leute quasi Eintrittskarten kaufen können, da auch teilnehmen können, logischerweise. Wir haben eine Liveband da und so weiter. Die Leute kommen in Abendkleidern. Es gibt Tanz, es gibt Speis, es gibt Trunk, es gibt Spiele, sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten, die man sich da einfallen lassen kann. Und das alles nachempfunden vom Yule Ball in Harry Potter und der Feuerkelch. Ich würde gerne wieder ein Helferlein-Team auf die Beine stellen. Die Sache, die wir auf jeden Fall nach dem FB3-Treffen gelernt haben, war ja, dass wir ein kleines Orga-Team haben sollten und ein großes Umsetzungsteam. Das eine Runde LBH. Wir können gerne auf den LBH-Server gehen. Finde ich. Ja, die Phoenix-Kanalmitgliedschaftsliste muss ich noch einmal aktualisieren. Und er steht dabei. Juhu! So, Fortan, falls du gerade zuschaust, vielen lieben Dank nochmal für deinen Support. Hallo Leute, schön, dass ihr alle hier auf dem Server seid. Wir haben ja noch eine Aufgabe im Sabaton. Ach, übrigens. Ah, ne, habe ich schon gesagt, dass ich nur eine Aufgabe offen habe, ne, für den Sabaton. Werde ich später fragen, ob wir das in diesem Teil machen sollen oder ob wir das noch mitnehmen in den zweiten Part.
Schaut es euch an. Wir nehmen mal kurz den Besen in die Hand und fliegen in die Lüfte. Ihr seht, es ist extrem, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Fast der gesamte Teil hier wurde abgebaut. Übel, übertrieben, krass, heftig gut. Das heißt, nur noch dieses kleine, für unsere Verhältnisse, kleine Stückchen fehlt noch. Und das würde ich gerne heute mit euch fertigstellen. Gute Ansprache, Daniel. Mal sehen, ob es was bringt. So, dann machen wir es, Leute. Wir tun es. /Build. Und damit haben alle Zauberer und Hexen auf dem Server Baurechte und können loslegen. Leute, legen wir los. Ja, legen wir los. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind hier beim letzten Part des Sabatons angekommen. Kein Desert mehr. LBH. Schwarzen Sie aus Buddel. Ja. Und es haben mir in der Nacht tatsächlich nur 7 Minuten gefehlt. Und jetzt bis zum Schluss fehlt mir jetzt gar nichts mehr. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Es wird episch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Dagi hat ja auch große Sachen angekündigt. Es wird den zweiten Teil vom Sabaton geben und den Juleball 2025. Das wird interessant. Also ich werde wahrscheinlich nicht hingehen, aber ich bin gespannt auf das Video darüber. Und hier sage ich jetzt aber erstmal wieder Tschüss, auf Wiedersehen.